Herzlich willkommen zum Podcast begleitend zur Public Value Tour des V-Netz in Thüringen, Erfurt. Radio läuft eigentlich bei mir immer. Ich mache frühes Radio an, wenn ich aufstehe, und wenn ich ins Bett gehe, mache ich es aus. Ich brauche die Musik, ich brauche die Unterhaltung, und so ist irgendwie immer jemand bei mir. Mit Radio fühle ich mich einfach am besten informiert. Nicht nur was weltweit, sondern auch speziell in meiner Region passiert. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie unsere Gäste waren. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie diesen Podcast an Interessierte aus Ihrem Kreis weitergeben. Im Interview Klaus Grevenick, Vorstandsvorsitzender VNet und Chief Corporate Affairs Officer RTL Deutschland. Christian Berthold, Mitglied des VNet-Vorstands und Geschäftsführer Antenne Thüringen, Radio Top 40 und der Audio Media Plus. Wir freuen uns sehr auf einen Gastkommentar von Dr. Martin André. Er ist Medienwissenschaftler und unterrichtet digitale Medien an der Universität Köln. Er ist zudem Gründer von AMP Digital Ventures mit Fokus auf KI und digitale Innovation, Autor von 7 Büchern, gefragter Interviewpartner sowie Gastautor bei führenden Medien und Konferenzen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Jens May. Ich führe Sie heute durch diesen Podcast. Das Radio des Jahres 2023 verhält sich zu seinen Anfängen vor 100 Jahren ungefähr so wie Otto Lilienthals erste Flugversuche zu einem modernen Passagierjet. Radio hat sich schnell zu einem der wichtigsten Massenmedien entwickelt, das praktisch jeden Menschen in Deutschland erreicht. Und gerade private Radioanbieter haben sich als zentral für zuverlässige Informationen sowie die Identitätsbildung in den Regionen Deutschlands erwiesen. Vor dem Hintergrund der hochdynamischen Entwicklung von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz sowie des Wettbewerbs mit öffentlich-rechtlichen Anstalten und globalen Big-Tech-Konzernen wollen wir über die Bedeutung von Privatradio in Thüringen und Deutschland für Menschen, Wirtschaft und Demokratie sprechen. Regionale Medien spielen eine wichtige Rolle in der Kommunikationslandschaft. Sie bieten Nachrichten, Informationen, die speziell auf die Interessen und Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung zugeschnitten sind. Sie berichten über lokale Ereignisse, Politik, Wirtschaft und Kultur, die in nationalen Medien oft unterrepräsentiert sind. Sie geben lokalen Akteuren wie Kommunalpolitikern, Vereinen und Bürgern eine Stimme und ermöglichen ihnen, ihre Meinungen und Anliegen zu äußern. Sie fördern den sozialen Zusammenhalt, indem sie gemeinsame Themen, Interessen aufgreifen und die Identifikation mit der Region stärken. Regionale Medien spielen oft eine Rolle bei der Förderung der lokalen Kultur. Aber auch in Krisenzeiten können sie schnell und gezielt wichtige Informationen an die lokale Bevölkerung vermitteln. Insgesamt tragen regionale Medien zur Vielfalt der Medienlandschaft bei und stärken die Demokratie, indem sie sicherstellen, dass auch lokale Themen und Meinungen Gehör finden. Wie sind die Privaten für die Herausforderung der digitalen Medienwelt der Zukunft aufgestellt? Mit welchen Weichenstellungen kann die Landespolitik die Sicherung der Medienvielfalt wirksam unterstützen? Darüber wollen wir heute sprechen und Ihnen nochmal einen Überblick über die aktuelle Lage geben. Und ich freue mich sehr, hier Herrn Dr. Martin André mit einem Gastbeitrag begrüßen zu dürfen. Herr Dr. André, ich habe eingangs die Wichtigkeit der Medien und die Herausforderung kurz beschrieben. Sie sind aktuell in der Republik unterwegs, um auf die digitalen Monopole hinzuweisen, welche immer größere Teile unserer Lebenswelt unter Kontrolle bringen. Die Plattformen dominieren zunehmend die politische Meinungsbildung und schaffen zugleich unsere freie Marktwirtschaft ab. Und da fragt man sich, ist das überhaupt noch legal? Tatsächlich können unsere Messungen zeigen, dass ein Großteil des Traffics, der auf digitalen Kanälen stattfindet, eben in der Hand der Plattform ist. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Millionen von Angeboten, die es ja im Internet gibt, dass die kaum genutzt werden. Das heißt, wir haben, sag ich mal, ein Dutzend von Monopolen und Oligopolen und der ganze Rest bekommt nichts ab. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil immer mehr Mediennutzung in die digitalen Kanäle geht. Das bedeutet, dass wir natürlich schon jetzt, aber von Jahr zu Jahr mehr ein Problem haben, dass ein Großteil unserer Öffentlichkeit und eben auch unserer politischen Öffentlichkeit dann in der Hand der Digitalkonzerne liegen wird, die eben diese politische Öffentlichkeit auch kontrollieren können. Wir haben ferner seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk bemerkt, was es bedeutet, wenn Privatunternehmen oder eben auch sogar Privatpersonen sehr, sehr weitgehend auf diese Plattformen durchgreifen können.
Und das ist insofern auch beängstigend, weil gerade durch die Veröffentlichung der Twitter-Files ja deutlich wurde, dass in der Vergangenheit ja sogar das gute Twitter eben auch manipuliert hat. Und daran erkennt man eben, wie weitgehend die Medien der Zukunft dann eben nicht mehr frei, nicht mehr unabhängig sind. Und wir wissen auch, dass sie dann nicht staatsfern sind, nachdem die Digitalkonzerne viele Jahre mit den US-Geheimdiensten zusammengearbeitet haben. Und warum sollten wir uns das eigentlich noch länger gefallen lassen? Also, was muss sich aus Ihrer Sicht ändern oder ist es schon zu spät? Wir müssen uns gar nichts gefallen lassen, denn zum Glück leben wir ja hier nicht in China oder in Nordkorea, sondern in einer Demokratie und wir können unser Land und unsere Medien so gestalten, wie wir das wollen. Und eigentlich müssen wir gar nichts anderes erreichen als das, was wir schon seit Jahrzehnten geschützt haben. Wir müssen auch in Zukunft freie Medien haben. Freie Medien, das bedeutet, wir müssen Anbietervielfalt auch unter digitalen Bedingungen haben. Wir müssen eine pluralistische Medienlandschaft haben, die eben nicht nur in der Hand einiger weniger Konzerne liegt. Und das können wir nur dadurch erreichen, dass wir die digitalen Märkte, die aktuell eben von diesen Monopolen weitgehend kontrolliert werden, dass wir die öffnen und dass wir eben auch kleinen Anbietern eine Chance geben, hier überhaupt an relevante Nutzungszeiten zu kommen. So könnten wir zum Beispiel Plattformen davon abbringen, dass sie in Zukunft weiter die Outlinks einschränken, dass zum Beispiel Urheber und Urheberinnen auf jeder Ebene der Inhalte Outlinks anbringen dürfen, also Titel, Bild, Video, an jeder Stelle im Video, und dass Plattformen zum Beispiel auch Inhalte mit solchen Outlinks nicht mehr länger algorithmisch benachteiligen dürfen. Das ist eine ganz einfache Lösung. Sofort haben alle Teilnehmer im Markt mehr Traffic. Eine zweite Lösung würde darin bestehen, dass man offene Standards zwingend über alle Plattformen einführt, sodass Inhalte, aber auch Follower über Plattformgrenzen geteilt werden können. Eine weitere Lösung würde darin bestehen, dass man Übertragungsweg und Inhalt trennt. Denn denken wir zum Beispiel an YouTube. Wir würden einfach YouTube auftrennen zwischen YouTube Platform Services und YouTube Content Services. Ja, und dann könnten wir in einem nächsten Schritt demokratierelevante Kategorien bestimmen, wie zum Beispiel Search oder Video on Demand, aber auch Social Media, und könnten sagen, dass das, was eben für den Rundfunk beispielsweise gilt, dass niemand hier mehr als 30% Marktanteil haben kann, dass das eigentlich eine Zielgröße auch für die demokratierelevanten digitalen Medien ist. Also wir können ganz viele Dinge sehr schnell und leicht umsetzen. Was ist Ihre Empfehlung an die Medien und die Politik? Die Empfehlung an Medien und die Politik ist ganz klar. Erstmal müssen wir das Thema auf die Agenda bringen. Das heißt, dieses Thema muss genauso wichtig werden wie zum Beispiel Klimawandel oder die Ukraine-Krise, denn unsere Demokratie ist wichtig und wir müssen unsere Demokratie erhalten. Und die zweite Empfehlung ist es, sehr, sehr schnell zu handeln, denn mit jedem Quartal und mit jedem Jahr, das vergeht, werden die Digitalkonzerne immer mächtiger und es wird immer schwieriger, ihre Übermacht abzuschaffen. Also müssen wir Gas geben und sollten auch nicht ängstlich an die Sache rangehen. Wir können diese Situation ändern, wenn wir das wollen. Vielen Dank, Herr Dr. André. Herr Berthold, können Sie uns kurz die Thüringer Medienlandschaft skizzieren? Ja, sehr gerne natürlich. Wir haben in Thüringen eine sehr, sehr bunte Medienlandschaft. Landesweite Sender, wir haben lokale TV-Sender, wir haben Bürgermedien, aber natürlich auch über die einstrahlenden Programme aus den anderen angrenzenden Bundesländern, die wir hier in Thüringen empfangen. Dazu kommt der deutschlandweite Multiplex, also eine sehr vielfältige Programmschicht mittlerweile. Die TLM hat aber hier in Thüringen insgesamt 10 werbefinanzierte Hörfunkprogramme. Das ist unter anderem Antenne Thüringen als landesweiter Sender, die Landeswelle, Radio Top 40, darüber hinaus auch noch Sender wie Radio Teddy, Vogtland Radio oder beispielsweise das neue Format seit letztem Jahr, Schlagerformat, Schlagerradio. Und natürlich die DAB-Programme, die neu dazugekommen sind, wie Radio Holiday, Antenne Thüringen Classics oder Antenne Ostalgie. Also man sieht sehr, sehr viel Vielfalt in diesem Bundesland.
Bundesland. Darüber hinaus haben wir dann eben noch von der TLM die 6 Thüringer Bürgerradios in verschiedenen Thüringer Orten, die eben auch zu dieser Vielfalt hier in diesem Bundesland beitragen. Wichtig ist vielleicht, dass man nochmal anmerkt, dass die landesweiten Sender wie Antenne Thüringen, Landeswelle und Radio Top 40 täglich 1,4 Millionen Hörer erreichen und sind somit eigentlich das reichweitenstärkste Angebot im Freistaat, auch im Vergleich zu anderen Medien wie Print oder andere einstrahlenden Programme. Was leistet Hörfunk für den Freistaat? Ja, Hörfunk ist ein Massenmedium. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr wichtigen Beitrag, den wir leisten für die Gesellschaft. Wir haben eine Informationsfunktion, wir haben eine Meinungsbildungsfunktion und vor allem wir haben eine Kontrollfunktion auch gegenüber der Politik. Ja, wir Medien müssen da sein, wo die Nutzer sich ihre Informationen abholen. In Zeiten, wo wir Fake News und Co. immer mehr zunehmen, wo Menschen sich in Filterblasen aufhalten, sind eben diese 3 genannten Punkte eben sehr, sehr wichtig und sind für die demokratische Grundmeinungsbildung wesentlich essentiell. Unter dem Aspekt, dass immer mehr Menschen eben den Glauben an die Demokratie auch verlieren, müssen wir als Medien umso mehr dafür sorgen, dass wir eben diese 3 Punkte auch erfüllen. Lassen Sie mich nochmal ein weiteres Stichwort geben, Public Value und regionale Medien. Hören wir doch mal kurz in Folgendes rein. Damit unser Nachwuchs sicher unterwegs ist im Straßenverkehr, braucht's uns alle. Die großen, bunten Achtung-Kinderplakate. Andreas aus Gera hat seine Plakate bei uns bestellt. Er wohnt bei einer Grundschule und in einer Straße, die erst seit einem Jahr 30er-Zone ist. Vielen, vielen Dank für eure Aktionen. Gerade in der heutigen stressigen Zeit vergessen viele Erwachsene, dass sie auch mal Kinder waren und dass Kinder unsere Zukunft sind. Ich wette, dass ihr es nicht schafft, einen Karnevalsumzug auf die Straßen von Erfurt zu bekommen. Jens May ist heute Ihr Schaffner im Antenne Thüringen Rosenmontagszug. Guten Morgen Thüringen aus dem Antenne Thüringen Partyzug. Ja, wir sind einfach hergekommen. Wir haben das gehört und total spontan. Hallo, ich bin Jana aus Alba. Mir hat der Thüringer Hilfsfonds sehr geholfen, sehr unbürokratisch geholfen. Wir sind eine 5-köpfige Familie. Wir haben eine Wohnung gehabt, die verschimmelt gewesen ist und der Vermieter sich einfach nicht drum gekümmert hat. Und irgendwann wurde mir die Gefahr einfach zu groß wegen meinen Kindern. Aus finanziellen Gründen hatten wir überhaupt keine Möglichkeiten, aus dieser Wohnung eben rauszukommen. Deswegen habe ich mich an den Thüringer Hilfsfonds gewandt und innerhalb von 2-3 Wochen gab es unbürokratische Hilfe. Und ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass es so eine Möglichkeit gibt. Antenne Thüringen unterstützt den Thüringer Hilfsfonds. Helfen auch Sie auf antennethüringen.de. Denn Thüringen hat Herz. Danke für Ihre Spenden. Wir Medien leisten einen sehr wichtigen Wertebeitrag und Nutzen für die Gesellschaft. Das heißt, dieser Public Value ist wichtig, da er für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt und natürlich auch eine nachhaltige Entwicklung fördert, Vertrauen stärkt und auch soziale Verantwortung zeigt, die im Freistaat auch die Lebensqualität erhöht, wirtschaftlichen Wachstum anregt und natürlich auch zur politischen Stabilität beitragen kann. Wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, wenn es keine lokalen, regionalen, starken Medien mehr gibt, gibt es auch keine Beiträge zur Public Value. Kein Charity, keine Kultur, keine Unterstützung. Und Antenne hat in den letzten 2 Jahren viele Aktionen gemacht und durchgeführt, die ich hier ganz kurz vorstellen möchte. Nicht alle, weil das wird den zeitlichen Rahmen brechen. Ob das das Charity-Thema ist, wie der Thüringer Hilfsfonds. Wir haben seit 2022, seit der Hilfsfonds gegründet worden ist, über 200.000 Euro an Hilfen an Thüringern, die in Not geraten sind, auszahlen können. Konzertveranstaltungen für die Familie, wie der Familienfeiertag zum internationalen Weltkindertag am Stausee Hohenfelden mit 11.000 Besuchern. Die Partytour seit 2022 bei 8 Events 40.000 Thüringer glücklich gemacht. Wir legen sehr viel Wert darauf, auch mit unseren Veranstaltungen in den ländlichen Raum zu gehen, wo nicht viel los ist. Und wir legen großen Wert darauf, dass wir den Eintritt, wie beispielsweise beim Familienfeiertag oder bei das Konzert jetzt am 30. September auf der Messe, erschwinglich machen, sodass sich jeder das leisten kann. Und wir hier klar ins Risiko gehen, aber wir hier auch was zurückgeben wollen. Über diese ganze Charity-Geschichte, Veranstaltungsgeschichte leisten wir natürlich auch einen weiteren Beitrag durch Sponsorings. Also wir unterstützen alle namhaften Sportvereine. Wir sind Medienpartner in Oberhofen. Das haben wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben, diesen wirklich einzigartigen Sport-Hotspot zu unterstützen. Ob es zur WM war, aber auch an den Randevents. Wir sind nicht nur Partner bei den großen Events, sondern auch bei kleineren Events, die in Oberhof stattfinden. Aber natürlich auch Partner für Handball, für Basketball, für Fußball, für Eishockey. Landessport
Sportbund, die große Kampagne, die wir unterstützen durften, wo wir hier natürlich auch nicht nur dafür geworben haben, dass es neue Mitglieder gibt für die Vereine, sondern wo wir auch natürlich auf das Ehrenamt eingegangen sind, dass Vereine wichtig sind, aber auch das Ehrenamt wichtig ist. Vielleicht noch ein, zwei, drei Themen im Bereich der redaktionellen Arbeit. Wir starten jetzt eine große Kampagne für Pro Thüringen, wo wir einfach werben wollen für politische Stabilität im Freistaat, aber auch zeigen wollen, was der Freistaat für ein tolles Bundesland ist. Aber auch Aktionen wie Hinweisplakate für Achtung Schule, wo wir gemeinsam mit der Sparkassenfinanzgruppe eine große Plakataktion im Freistaat gemacht haben. Oder zuletzt genannt vielleicht auch noch, wir haben es geschafft, dass innerhalb einer Aktionswoche bei einer Blutspendeaktion 1500 Spender ihr Blut abgegeben haben und somit die Blutbank wieder gefüllt war. Ich spreche jetzt nur für Antenne Thüringen, die Aktionen, die ich hier vorgestellt habe. Das ist wirklich nur ein kleiner Auszug. Und wenn wir alle Medien im Freistaat nehmen, leistet jeder einen Beitrag, einen Public-Value-Beitrag. Wenn wir alle jetzt nicht den richtigen Weg einschlagen, wird es dies, was wir jetzt hier aufgeführt haben, in dieser Form nicht mehr geben. Die großen Plattformen werden sich sicher nicht in dieser Form engagieren und der Öffentlich-Rechtliche kann sich in dieser Form gar nicht engagieren. Daher ist es wichtig, dass wir die Medienstruktur, die wir jetzt haben, auch sichern. Wo sehen Sie konkret die Gefahr, die sich aktuell abbildet? Wir Massenmedien werden aktuell abgehängt. Das heißt, seit 2020 sind die Plattformen die neuen Leitmedien. Nimmt man die nun aktuelle Stimmung im Land, wo neben der Demokratieverdrossenheit einer immer weiteren schwindenden Vertrauen auch in die Regierung oder auch das Gefühl des Thüringers abgehängt zu sein, mal zusammen, ist das eine sehr explosive Mischung. Wir Medien maßen uns nicht an, diese Entwicklung ändern zu können. Auch aus psychologischer Perspektive ist festzuhalten, dass das kein realistisches Ziel sein kann, dass sich Medienmacher setzen sollten. Einstellungen, die werden sich nicht einfach ändern. Aber wo wir ansetzen können, ist die moderne kommunikationswissenschaftliche Mediennutzung zeigt, dass eben Rezipienten Inhalte wählen, die an ihren Bedürfnissen und Interessen und Voreinstellungen andocken. Und das ist die Basis ihres Vorwissens und das ist unser Auftrag. Zunächst einmal sollte die Medienkompetenz im ländlichen Raum wieder gestärkt werden. Dabei geht es darum, dass eben das nah an der Lebensrealität der Hörer stattfindet und dort müssen wir auch sein, wo wir Gerüchte, Annahmen, Fake News aufgreifen müssen, diese beleuchten müssen, einordnen müssen und dann entsprechend auch eine Gegenposition ausarbeiten. Dabei soll das kritische Hinterfragen von Gerüchten, Annahmen, aber auch Fake News gefördert werden und im besten Fall auch verhindert, da eben solche unkritische und unreflektierte, weiterverbreitete Informationen sehr gefährlich sein können für eine Demokratie. Ja. Und wenn wir mal auf den Thüringen-Monitor schauen, zeigt dieser eben auch, dass rechtsextreme Tendenzen eben leider auch im ländlichen Raum häufiger zu finden sind wie in urbanen Bereichen. Und eben durch eine gezielte lokale Berichterstattung können wir es schaffen, hier diesen Rechtsextremismus zu entmystifizieren. Ja, und das ist, denke ich mal, auch einer unserer Aufträge. Im letzten Jahr wurde das Mediengesetz angepasst und ermöglicht eine nicht-redaktionelle Zusammenarbeit mit der Landeswelle. Dies wurde im Juni nun auch umgesetzt. Was waren die Beweggründe? Naja, die Beweggründe sind der Wettbewerb. Also in erster Linie natürlich auch der betriebswirtschaftliche Bereich. Das heißt, um hier Synergien heben zu können. Wir müssen ein bisschen weiter vorne ansetzen vielleicht auch. Wir stecken aktuell in einem fundamentalen Veränderungsprozess, getrieben durch die Digitalisierung, nochmal leider beschleunigt durch diese multiplen Krisen, in denen wir stecken. Und zwar, wir gehen jetzt in das fünfte Jahr der Krisen und jedes Jahr gibt es eine neue Überraschung. Ja. Das fordert uns natürlich auch und fordert uns in den Überlegungen, was wir für die Zukunft machen, um uns hier auch sicher aufzustellen. Weitere Punkte sind einfach, wenn wir uns die Krise anschauen, Fachkräftemangel. Die GAFAs, Veränderung der Mediennutzung, demografischer Wandel in Thüringen, der eben deutlich stärker ausgeprägt ist hier wie in weit anderen Teilen der Republik, fragmentierte Zielgruppen und natürlich auch die Nachwehen der Pandemie, der Inflation, die Energiekrise, die schwächt uns Medien, da uns eben die notwendigen Einnahmen auch fehlen. Wir sind bei weitem nicht bei dem Vor-Corona-Niveau, wo wir eigentlich sein sollten. Wir merken hier eine starke Belastung. Es gibt, wie ich es eingangs gesagt habe, eine vielfältige Medienlandschaft. Wir haben aktuell in Thüringen 10 private regionale landesweite Programme. Dazu kommen die zahlreichen Angebote des Öffentlich-Rechtlichen. Ja, in den letzten Jahren wurde der Ausbau von DRB vorangetrieben, was uns weitere Programme in Thüringen beschert hat
und auch für uns einen doppelten Kostenblock darstellt, weil wir einen Parallelbetrieb haben mit dem klassischen UKW-Netz und dem DAB-Netz. Und es ist auch wichtig, dass wir UKW weiterhin haben. Also auch diese Diskussion der UKW-Abschaltung ist völlig obsolet. Das ist eine wichtige Einnahmequelle. Aber dennoch müssen wir auch in DAB investieren. Des Weiteren kommen die DAB-Programme auch über den nationalen Multiplexer, sodass wir eine sehr, sehr große Angebotsvielfalt haben, und zwar insgesamt 45 Programme, die nur in Thüringen empfangbar sind. Und hier sind nicht die Einstrahlenprogramme aus Hessen, Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit genannt, sondern nur Programme, die hier sind. Und da teilt sich der Kuchen auf. Das heißt, die Reichweite, demografischer Wandel, gibt immer weniger Menschen in Thüringen, mehr Programme. Ich denke, es ist eine ganz einfache Rechnung, wo dort die Reise hingeht. Und wenn man mal guckt, vor 15 Jahren waren es noch ein, zwei Hände voll an Programmen und jetzt eben eine sehr große, große Auswahl. Neben den klassischen Medien kommen noch die ganzen Streaming-Plattformen mit dazu. Spotify als einer der größten, sei mal hier genannt, ja. On-Demand-Angebote wie Podcast müssen in der Zwischenzeit ebenfalls als Wettbewerber gesehen werden, ja. Und zu diesem regionalen Wettbewerb haben wir noch den internationalen Wettbewerb, das heißt die Tech-Giganten. Ich bezeichne es immer so als die modernen Feudalherren des Internets. Ja. Das feudalistische System ist eigentlich schon lange Geschichte. Allerdings steuern wir im Gesellschaftenbereich, der in den letzten 20 Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, in eine ähnliche Richtung. Das heißt, die Feudalherren des Internets sind die sogenannten GAFAs, also Google, Amazon, Facebook, Apple. Ja. Sie haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten eine Art Monopolherrschaft über das Internet gesichert und bestimmen damit Produkte und Plattformen. Und belasten somit auch, sage ich jetzt mal, den Wettbewerb. Ja. Sie bestimmen eigentlich im Online-Bereich das komplette Private und den kompletten beruflichen Bereich. Und das ist eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell, denn der Content wird geliefert von den Usern, der Content wird geliefert von uns. Ja. Und wenn wir nicht aufpassen, werden diese Konzerne noch dominanter werden und unser Mediensystem gefährden. Und das ist keine Schwarzmalerei, sondern das ist Fakt. Ja. Das ist wirklich Fakt, und dort müssen wir aufpassen, dass es nicht in eine Entwicklung gibt, dass wir vielleicht in 5, in 6 Jahren nur noch die Hälfte der Medienanbieter haben oder die Plattformen eben so stark sind, dass die User sich ihre Informationen nur noch dort holen. Wir haben jetzt schon Bereiche im Print, wo die Zustellung schwierig ist, aus finanziellen Bereichen. In Thüringen vorab genannt, ja, das wird sich weiter verschärfen. Und dort muss die Politik agieren und muss die Politik schauen, dass hier nicht ein Ungleichgewicht stattfindet. Wir sind im Wettbewerb im regionalen, wir sind im Wettbewerb im landesweiten, wir sind im Wettbewerb mit diesen internationalen Tech-Plattformen. Und das zeigt eigentlich deutlich, in welchem Stresstest wir aktuell auch sind. Herr Berthold, wo geht die Reise technisch hin? Traditionelle Medienkonzerne, so wie wir sie kennen, die sind passé. Die gesamte Branche durchläuft eben einen fundamentalen Wandel. Die Digitalisierung verändert die Produktionsprozesse. Die Digitalisierung verändert die Distribution von Inhalten. Das Thema AI und Analytik wird eine ganz große Rolle sprechen, auch für den Konsumenten und dann auch die mobile Nutzung von Medieninhalten. Radio wird sich den neuen Formaten anpassen müssen, das heißt sehr verstärkt auf Personalisierung gehen müssen. Die Auswertung von Nutzerdaten wird es zum Beispiel ermöglichen, dass wir Inhalte optimieren können, dass wir Inhalte ausspielen können an die Nutzer, die diese Inhalte auch wollen, also so wie es im Internet faktisch eigentlich jetzt schon stattfindet. Ja. Das heißt, der Konsument wird das auch fordern. Ja. Es wird nicht mehr das Gießkannenprinzip sein, sondern es wird wahrscheinlich wirklich eine sehr dezidierte Ausspielung von Informationen sein, wobei ich auch immer noch der Verfechter bin und sage, Radio ist Emotion, Radio wird mit Sicherheit auch weiterleben, weil das eine künstliche Intelligenz nicht leisten kann, auch wenn wir jetzt schon in bestimmten Bereichen hier mit Text-to-Speech experimentieren. Der normale Radiomoderator wird nicht ablösbar sein, zumindest nicht in einem Zeithorizont, wie wir es uns heute vielleicht vorstellen können. Sender oder Content-Produzenten können sich nicht länger auf ihre aktuelle Marktposition verlassen. Um ihr Geschäftsmodell und die zukünftigen Ertragsströme zu sichern, müssen sie sich für Kooperationen und Allianzen öffnen. Ja. Gemeinsame Produktionen, gemeinsame Vertriebsmodelle oder gemeinsame Plattformen sind geeignete Maßnahmen, um der Bedrohung durch
die digitalen Plattformen, wie ich es vorhin genannt habe, zu begegnen. Und das geht einfach nur zusammen, muss man ganz klar sagen. Ja. Darüber, sage ich mal, hinaus zu dem Ganzen, was ich hier gesagt habe, müssen etablierte Sender und Contentproduzenten natürlich auch kontinuierlich an ihrer digitalen Kompetenz arbeiten und dort auch investieren. Investitionen in Technologie, in Kernelemente ihrer Geschäftsprozesse. Ja. Für sie ist es entscheidend, dass sie für digitale Talente und kreative Köpfe natürlich gleichermaßen attraktiv sind. Und auch in Zukunft gilt, was Bill Gates schon vor 20 Jahren übrigens gesagt hat, Content is King. Doch um hier attraktiv zu bleiben und die Inhalte auch entsprechend ausspielen zu können, muss man in Zukunft eben diese digitalen Prozesse kennen, vor allem um dort dann den Kunden zu erreichen, wo er dieses auch einfordert. Was wäre Ihr Wunsch an die Politik? Naja, mit Wünschen ist es ja so eine Sache. Wir sind dankbar, dass wir im Dialog sind und hoffen, dies auch zu bleiben. Wir sind dankbar, dass wir hier in Thüringen auch diesen Schritt dieses gemeinsamen Funkhauses, beziehungsweise wir nennen es ja liebevoll Wohngemeinschaft, machen konnten. Es muss aber endlich die Ernsthaftigkeit der Lage verstanden werden. Wir müssen jetzt handeln, sonst wird es dunkel. Wir sind, wie ich es gesagt habe, in einem sehr, sehr großen Veränderungsprozess und wir sind sehr unter Druck. Und dies ist keine Schwarzmalerei, sondern dieses Fakt. Es gibt sehr viele Studien dazu, es gibt sehr viele intelligente Beiträge dazu, also nicht nur das, was wir sagen. Der Wettbewerb, der ist so groß und unfair, wie er noch nie war. Ja. Und die Plattformen haben bereits die Vormachtstellung und dieses sollte es auch im Interesse der Politik eben sein, dass wir diese Vormachtstellung jetzt stoppen. Ja. Wir müssen das Mediensystem schützen und vor allem muss das Mediensystem unterstützt werden. Die Demokratie steht hier auf dem Spiel und wenn es keine lokalen oder regionalen Medien mehr gibt, beziehungsweise diese geschwächt sind, dann wird es auch vieles nicht mehr geben, was wir jetzt kennen. Ja. Und es passiert leider schon in manchen Märkten. Es gibt viele Beispiele weltweit und es gibt auch eine Studie aus den USA, wo ganz klar das Fazit ist, weniger Lokalmedien bedeutet mehr Fake News. Ja. Plattformen bestimmen dort, sage ich mal, die Meinungsbildung. Und das muss verhindert werden. Wir müssen die Regulierung der Medien an die heutige Zeit anpassen. Wir arbeiten mit einer Lizenz, die ist vor 30 Jahren geschrieben worden. Und ich würde behaupten, dass vieles in dieser Lizenz nicht mehr zeitgemäß ist. Wir arbeiten mit einem Landesmediengesetz, dessen Novellierung oder richtige Novellierung über 10 Jahre zurückliegt. Dieses Gesetz wurde vor über 30 Jahren geschrieben. Da gab es nicht mal richtiges Internet. Also auch hier muss man ran. Wir können nicht in den Wettbewerb gehen, wenn wir Grundlagen haben, die weit, weit zurückliegen und nicht mehr zeitgemäß sind. Den Sendern muss bei der Digitalisierung eine Unterstützung zufließen. Das heißt, Unternehmen erhalten Förderungen für digitale Projekte. Wir müssen in Digitalradio investieren. Das allein aus den Mitteln, die wir haben. Ja? Und die Mittel werden immer weniger, ja? Durch den, sage ich mal, sehr starken Wettbewerb. Und auch hier sollte es Maßnahmen geben, die uns helfen. Stichwort hier Infrastrukturförderung. Unser Ziel ist es, als Medienunternehmen die Bedürfnisse der Hörer und Hörerinnen nachzukommen. Und dies können wir natürlich nur mit einem guten Setup. Und im Moment versuchen wir uns eher über Wasser zu halten und zu kämpfen und uns gegen diesen ungleichen Wettbewerb zu stellen, statt uns weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich sehr, sehr belastend für ein Unternehmen. Lassen Sie es mich doch am besten so formulieren, eine Politik der Hoffnung, eine zukunftsorientierte und optimistische Herangehensweise an politische Herausforderungen. Statt im Gegensatz zu einer Politik der Angst setzt diese auf Kooperation und vor allem auf Respekt. Eine erfolgreiche Politik der Hoffnung erfordert jedoch einen realistischen Blick auf die bestehenden Verhältnisse. Und letzteres ist mein Wunsch und ich hoffe dabei, bleibt es nicht nur, sondern dass alle erkennen, wie ernst die Lage ist und dass es nicht nur 5 vor 12 ist, sondern kurz vor 12. Herr Grevenick, statt für Werbeverbote oder Investitionsverpflichtungen muss Politik sich klar für die Wettbewerbsfähigkeit privater Medien in Deutschland einsetzen. Wo sehen Sie aktuell die Probleme in diesem Zusammenhang? Also generell ist es wichtig, dass die Politik die Bereiche Vielfaltsicherung und Refinanzierung für Medien unmittelbar verknüpft. Das passiert nämlich vielfach nicht. Denn nur wer sich frei am Markt entwickeln und auch dem Wettbewerb stellen kann, kann letztlich auch investieren. Und gute Inhalte ist das, was wir alle wollen und deswegen müssen Investitionen ermöglicht werden. Es gilt also,
ein aktiver Gestaltungsauftrag der Politik, die Rahmenbedingungen für die Medien zu formen und zu verabschieden, damit Vielfalt gesichert werden kann im Medienangebot. Und da haben wir auch einiges zu verlieren, weil gerade die privaten Medien in Deutschland ist etwas, worauf wir europaweit und weltweit sehr stolz sein können, und zwar sowohl national als auch regional. Und wir haben gesehen, dass dieser aktive Gestaltungsauftrag der Länder auch vereinzelt wahrgenommen wird, wie zum Beispiel durch die Plattformregulierung vor einigen Jahren. In anderen Bereichen wird aber derzeit vor allen Dingen beim Bund und in der Bundespolitik bei den zuständigen Ministern und Ministerinnen überlegt, genau das Gegenteil zu tun, nämlich ganz aktiv nachteilig in unsere Refinanzierungsgrundlagen einzugreifen. Etwa wenn zum Beispiel die Bewerbung von legalen Produkten nicht uneingeschränkt künftig möglich sein soll. Da gibt es Vorschläge für ein Kinderlebensmittelwerbegesetz beispielsweise im Ernährungsministerium. Und vor allen Dingen, wenn es in massivem Umfang geschieht, wie es dort vorliegend der Fall ist. Es geht nämlich um 3 Milliarden Brutto-Werbeinvestitionen im Lebensmittelmarkt, von denen 70-80% ganz konkret durch diese Überlegungen betroffen wären. Werbung ist nach wie vor die wesentliche Refinanzierungsgrundlage für die Medien. Und weiteres Beispiel dafür auf Bundesebene, wie man es eben nicht machen sollte, ist aktuell auch die Investitionsverpflichtung, die schon angesprochen wurde, bei der Filmförderung, nämlich durch sehr kleinteilige Vorgaben wie Investitionen in Kinofilm oder in Werke unabhängiger Produzenten, würde die Politik hier ganz kleinteilig quasi mit so Kontrollkästchen in die Programmfreiheit und die Angebotsfreiheit der Medien eingreifen und uns dazu verpflichten, dass wir programmliche Investitionen in bestimmte Bahnen lenken. Und das in ganz signifikantem Umfang, nämlich bis zu 20% der Umsätze. Damit würde der Gestaltungsauftrag, den die Politik eigentlich gegenüber den Medien hat, quasi in eine aktive Schädigung unserer Refinanzierungsgrundlagen geführt. Und das gilt es unbedingt zu stoppen. Herr Berthold hat den Wettbewerb sehr deutlich beschrieben, der nicht nur national, sondern auch regional die Medien belastet. Daher sagt man, dass übergreifende Zusammenarbeit immer wichtiger wird, um Brancheninteressen voranzubringen. Ja, das ist vollkommen richtig. Also private Medien sind seit fast 40 Jahren inzwischen jetzt den Wettbewerb gewohnt und sie nehmen ihn auch an, sie stellen sich dem Wettbewerb. Vereinzelt muss es Eingriffe geben, wir haben das vor allen Dingen bei den Big-Tech-Plattformen und bei den Quasi-Monopolen, also dann, wenn Wettbewerb zwischen den Medien beispielsweise nicht mehr fair möglich ist, weil einfach einige Player andere Bedingungen haben als andere, indem sie zum Beispiel den Zugang zum Nutzer oder zum Zuschauer und der Zuschauerin monopolisieren oder kontrollieren können. Gleichzeitig ist es aber eben auch eine Möglichkeit, die Kooperationsmöglichkeiten der Medien selbst auszubauen und da eben Kooperationen auf allen Ebenen, regional, lokal, international zu ermöglichen, um gleichzeitig groß genug zu sein, um im Wettbewerb bestehen zu können. Und der Wettbewerb ist da ja ganz erheblich. Da haben wir aktuelle Beispiele, wo das passieren könnte. Das sind nämlich die Überlegungen zum GWB, also dem aktuellen Wettbewerbsrecht. Dort könnte man die Fusionsschwellen für den Bereich des Rundfunks zum Beispiel anheben und damit leichter Kooperationen ermöglichen im Radio oder auch im Fernsehbereich oder über die Medien generell. Das ist in den letzten Jahren auch immer wieder mit Blick auf die Presseangebote passiert. Im Rundfunk stehen da noch Neuerungen aus. Wir glauben auch, dass die Marktbetrachtungen anzupassen sind, also dass man Rundfunk wie TV oder Radio nicht mehr isoliert betrachtet, sondern dass man quasi dem realen Wettbewerb auch mit den Streaming-Angeboten, den internationalen Anbietern anpasst. Denn TV konkurriert eben nicht mehr nur mit anderen TV-Anbietern und Radio nicht mehr nur mit anderen Radioanbietern, sondern dieser Wettbewerb findet über die Gattungen hinweg und auch unabhängig davon statt, ob eben ein Angebot linear, klassisch oder nonlinear, also auf Abruf, ausgestrahlt wird. Es bedeutet eben auch, dass überkommene kleinteilige Regulierung im Rundfunkbereich unbedingt hinterfragt werden muss und wir den Rundfunk nicht immer weiter in den Regelungen verhaften müssen, die zum Teil 30, 40 Jahre alt sind und auch nicht verschwinden. Das heißt, wir müssen überall da die Fesseln befreien, Kooperationen ermöglichen, Allianzen in jeder Form, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Und wo muss die Politik nach Ihrer Meinung ansetzen? Ja, das ist ja ein Klassiker im dualen Mediensystem zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen. Wir sind schon seit langen Jahren, glaube ich, weg davon, einen ideologischen Kampf zwischen den Systemen zu haben, sondern beiden Seiten ist bewusst, dass das nur funktioniert, wenn es wirklich eine Symbiose ist, also beide Teile im dualen Mediensystem auch miteinander funktionieren.
Gleichwohl bedeutet es aber auch nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk kein Player ist, auf den wir weiterhin schauen und schauen müssen mit 8,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen im Jahr. Das ist einfach signifikant und da gibt es nach wie vor in bestimmten Bereichen auch Wettbewerb. Gerade im Radio ist der Wettbewerb sehr intensiv und die wesentlichen Konfliktfelder entstehen eben da, wo wir die Überschnitte haben zum kommerziellen Sektor, sei es programmlich oder sei es im Bereich der Werbung. Programmlich zum Beispiel, wenn sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, konkret die ARD, von ihrem Kernauftrag entfernt und immer mehr in Felder geht, die eben auch der private Rundfunk besetzt, sei es zahlreiche Schlagerwellen, zahlreiche Popwellen, die es ja im Angebot der über 70 Radioangebote im öffentlich-rechtlichen Rundfunk allein linear jetzt schon gibt oder eben die unbegrenzte Vielzahl an Online-Angeboten und an Social-Media-Angeboten, mit denen der private Rundfunk dann auch nicht konkurrieren kann, weil es qua Masse schon ganz erheblich ist. Ebenso ist der Wettbewerb ganz besonders intensiv da, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was er eigentlich nur in sehr engen Grenzen darf, selbst kommerziell tätig wird. Also da, wo er zum Beispiel anfängt, jetzt Podcasts zu vermarkten, im Bereich der Werbevermarktung damit auch die Grenzen auslotet und aus unserer Sicht auch überschreitet, indem eben das eigentlich bestehende Online-Werbeverbot durch solche Aktionen dann umgangen wird. Und das sind Bereiche, da muss die Politik klare Grenzen setzen und auch das Audioangebot der ARD insgesamt begrenzen und deckeln und das bitte über alle Länder gemeinschaftlich auch beschließen. Denn wir wissen alle, wenn da jedes Bundesland separat drauf schaut und immer nur auf die jeweilige Anstalt vor Ort, dann wird es faktisch keine Begrenzungen geben. Deswegen fordern wir eine Gesamtbetrachtung aller Audioaktivitäten über alle Länder und dann auch klare quantitative Deckel zu ziehen. Sonst hat das negative Auswirkungen auf den privaten Wettbewerb, sowohl im Bereich des Kampfs um die Reichweiten, als auch zum Beispiel bei Off-Events und anderen Dingen, die dann vor Ort im lokalen und regionalen stattfinden. Was wäre Ihr Wunsch an die Politik? Wie lange haben wir Zeit? Ich glaube, es gibt viele Anliegen, einige habe ich da schon genannt, aber ich möchte es sehr fokussiert zusammenfassen und sagen, die zentrale Forderung ist zum einen, Unsinniges zu unterlassen, wie es vor allen Dingen gerade im Bereich der Refinanzierung passiert, Stichwort Werbeverbote, Lebensmittel, Stichwort Investitionsverpflichtungen. Zum anderen muss es eben einen wesentlichen Rahmen geben, der durch die Politik aktiv gestaltet wird, was beispielsweise im Rahmen der Big-Tech-Regulierung und bei den Grenzen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk relativ gut zu ziehen wäre. Und man muss den Unternehmen Radio wie Fernsehen ermöglichen, dass sie den Raum für Wettbewerb und für Investitionen und vor allen Dingen auch Innovationen haben. Und der ist eben nur da, wenn man in der gesamtwirtschaftlichen Situation nicht so unter Druck ist, dass man über diese Bereiche nur noch sekundär nachdenken kann. Und das wäre eine große Gefahr in jeder Hinsicht. Wenn das alles erfüllt wäre, dann wären wir schon einen wesentlichen Schritt weiter. Vielen Dank an meine Interviewpartner und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Mein Fazit: Regionale Medien sind wichtig für die gesellschaftliche Gemeinschaft und für unsere Demokratie. Und das sollten wir nicht aufs Spiel setzen. Und jetzt die richtigen Weichen stellen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und verbleibe mit den besten Grüßen und der Hoffnung, dass wir alle die Ernsthaftigkeit verstanden haben.